Okay, ich sehe, wir können einfach weitermachen. Ich schaue mir jetzt Folge 4 an. Ist jetzt natürlich ein bisschen älter, das Video. Moin. Aber, na, ich habe es nicht gesehen. Ausgesetzt in der Wildnis von Schweden kämpfen 7 Kandidaten 7 Tage ums Überleben. Jeder muss mit 7 vorher ausgewählten Gegenständen und der Kleidung am Körper auskommen. Wer nach 7 Tagen noch übrig ist und die meisten Punkte in den Tageschallenges gesammelt hat, ist der Gewinner. Keine Kamerateams, kein Kontakt zur Außenwelt, vollkommene Isolation. Ja, dann ciao. Ja, auch rein, Mate. Bis morgen. Es ist kalt, nass und hart. Und ich hatte noch nie so eine Schwierigkeiten. Also ich finde, man hat allein schon gewonnen, wenn man am 7. Tag noch da ist. Mir wäre es egal, wie viele Punkte ich hätte in diesen Challenges, ob ich einen Pokal bekomme oder nicht. Allein, ich glaube, die Anerkennung, die du bekommst, wenn du nach 7 Tagen noch dastehst, reicht schon. Ist völlig ausreichend. Der Rest ist so, okay, ich hab die Challenges gewonnen, ich habe einen Pokal. Während ich filme, werde ich gestochen. Ich bin bestimmt schon ein Streuselkuchen, aber ich sehe es nicht. Ja, gleich geht's an den Umschlag. Tag 2. Ich bin auf die Challenge gespannt. Oh, ich habe jetzt schon Hunger, Alter. Oh, ich werde so Hunger haben. Ich werde so Hunger haben die nächsten Tage. Ich werde weinen, weil ich Hunger haben werde. Ich will was essen. Ich will mich hier gerade anziehen und ich weiß nicht, was passiert ist, aber meine komplette Hose hier ist alles nass. Alter, die kann ich eigentlich gar nicht anziehen. Die komplette Hose ist einfach wie, also bei den Beinen geht's, aber das Ding hat da irgendwie ein bisschen Bodenkontakt und es ist wirklich klitschnass. Katastrophe. Oh nee. Okay, Planänderung. Ich werde jetzt erstmal ein Feuer anmachen und diese Hose trocknen. Ich kann ja jetzt nicht bei dem Wetter hier, wenn es draußen regnet und irgendwie windig ist, ohne Schlüpper in die Hose rein. Da kriege ich ja gleich eine Nierenbeckenentzündung. Also, erstes Learning. Wenn ich abends ein Feuer mache, um meine Sachen zu trocknen, dann packe ich die vielleicht alle, wenn sie trocken sind, in den Packsack und nehme das als Kopfkissen. Smart. Weil die Hose, Alter, eiskalt, klitschnass, kann ich so nicht anziehen. Da gehe ich kaputt, da werde ich krank. Mehr Feuerholz habe ich jetzt leider gar nicht. Das ist jetzt alles, was ich noch vorbereitet hatte. Ich hoffe, das reicht, damit ich die Hose da irgendwie trocken kriege. Aktuell räuche ich die eher aus. Alter, das Bullräuchern. Eigentlich ist ja auch egal, weil du bist eh alleine und irgendwo, wenn du zurückkommst, wirst du nicht begrüßt von irgendwelchen Menschen, die jetzt wichtig sind, sondern du reichst einfach wieder in die Hütte zurück. Dann gehst du einmal duschen, ziehst neue Klamotten an, das alles wieder vergessen. Deswegen, es gibt ja keine andere Möglichkeit so. Du musst die einfach räuchern komplett. Aber der Rauch ist auch nicht schlecht, weil es ist in dem Moment keine einzige Mücke mehr hier. Eben beim Vorbereiten haben die mir fast meinen Arsch zerstochen, weil ja alles voll war und jetzt... Plus Deo. Mate, mit Deo stinkt's übel. Deswegen mache ich hier eine kleine Räucherkammer. Ich bin wieder an meinem Blaubeerspot und sammel fleißig mein Frühstück. Heute will ich aber auf jeden Fall das Thema Angeln in Angriff nehmen. Geil. Denn es ist zwar erst 24 Stunden her, schätze ich so ungefähr. Ja, doch, muss es ja sein, von der Helligkeit. Das heißt, wir haben quasi jetzt 1 von 7 Tagen geschafft. Und ich brauch was zwischen die Kiemen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich brauche Nahrung und nicht hier nur so ein paar Bärchen. Und ich weiß auch nicht, was mit dem Körper passiert, wenn man 7 Tage lang morgens, mittags, abends Blaubeeren isst. Also ich glaube, die Ausbeute kann sich sehen lassen. Das sind bestimmt, ich schätze. Wenn man jeden Tag nur Beeren isst, dann bekommst du doch irgendwann mal Ultra-Bauchkrämpfe, oder nicht? Also Ultra-Ultra-Bauchkrämpfe. Also du hast 100% halt übel Bauchschmerzen. Dir geht's halt gar nicht gut, Mann. 200 Gramm oder so? Und auch schlapp, oder nicht? Wenn ich das mit so einer Schale aus dem Supermarkt vergleiche. Ich habe noch gar keine Orientierung hier, wo Norden, Süden, Osten, Westen ist. Aber das werden wir spätestens haben, wenn die Sonne dann aufgeht. Die fällt halt an der Nährstoffe. Tag 2 und ich merke, wie mein Körper jetzt schon auf jeden Fall in so einen Slow-Modus geht. Ich habe sonst, glaube ich, einen Kalorienbedarf von 2400.
2400 oder 2800, ich weiß nichts mehr. Sag mal grob 2500 ohne Sport. Wenn ich dann noch Sport mache, ja, und auch noch mal richtig Radfahren gehe und trainieren gehe, dann bin ich mal ganz schnell bei 4000 Kalorien, die ich zu mir nehme. Dadurch, dass ich hier die ganze Zeit in der Bewegung bin, bräuchte mein Körper wahrscheinlich 3000 Kalorien, 3,5. Gestern habe ich davon aufgenommen, eine 2 Hände voll Heidelbeeren. Das entspricht, keine Ahnung, sagt es mir selbst. Ich weiß es nicht. Vielleicht wird es euch jetzt hier eingeblendet. Von daher bin ich die letzten 24 Stunden. Oh mein Gott, Digga. 100 Gramm Heidelbeeren enthalten nur 36 Kalorien. Ja, im leichten Defizit. Und das über ein paar Tage fahren. Wenn natürlich an der Angel, selbst so ein Fisch, selbst wenn du einen Fisch angelt, das hat zwar, glaube ich, Proteine und Eiweiß, aber sonst ballert es jetzt auch nicht krass rein, oder? Also der wird jetzt da nichts finden, was so richtig Kalorien hat, sehe ich das richtig? Das gibt's da jetzt einfach, also ich meine, der kann sich weder Brot machen, noch Reis, noch Nudeln, logischerweise noch Kartoffeln. Ich bin gerade seit einer halben Stunde auf Ködersuche, habe jetzt hier mal den Stein rausgeholt. Und normalerweise, wenn man sowas hier hochnimmt, kreucht und fleucht darunter alles. Also da sind dann überall Würmer und Kellerasse und keine Ahnung was. Aber hier ist einfach nichts. Ich war jetzt schon da oben. Ich war hier unten am Wasser an zwei verschiedenen Stellen. Ich habe jetzt schon 5, 6 Stellen. Wollt ihr Insekten essen? So ein bisschen aufgewühlt in verschiedenen Höhenlagen. Mal Bäume, mal Steine. Aber bisher nichts. Wenn ich keinen Köder und keine Würmer finde, zum Angeln als Köder. Das alles komplett sparen mit dem Angelset. Ich dachte schon. Ich habe gerade eine Entdeckung gemacht. Und zwar diese beiden Pilze hier. Sieht aus wie Steinpilz, ich bin mir aber nicht sicher. Weil ich kenne mich mit Pilzen ultra schlecht aus. Ich habe mich ein bisschen informiert vorher, Pfifferlinge, Steinpilze. Aber die Steinpilze, die ich mir angeguckt habe, die waren immer weiß vom Stiel und hatten dann so schwarze kleine, naja, wie so Mini-Fleckchen Streifen drauf. Haben die jetzt aber nicht. Riecht aber auch nicht so wie den Steinpilz, den ich vor ein paar Tagen schon mal hatte. Ist mir persönlich ein bisschen zu heikel. Würde ich nicht machen. Also Dave hat es ja schon komplett verschallert nach Pilzen. Auch sogar aufgekocht und so. Ey, bei Pilzen ist auch so eine Sache, da hätte ich auch Respekt vor. Wenn ich jetzt nicht wirklich mich gut auskenne und auch mal dann irgendwie, und ich rede nicht nur von, ich informiere mich im Internet und gucke mir Videos an, sondern ich gehe mal selber in den Wald mit jemandem, der krasser Pilzexperte ist und suche Pilze und benenne die und der sagt mir, ja, du hast auf jeden Fall das nötige Wissen von Pilzen. Erst dann würde ich Pilze so machen. Auf random niemals, Digga. Niemals. Ganz ehrlich, weil riecht nicht so, der Stier sieht so nicht aus. Die Pilzkenner werden jetzt wahrscheinlich mit dem Kopf schütteln und sagen, Alter, kannst du essen? Oder, nee, hochgiftig. Ich lasse es einfach. Weil, ja, nee, wenn ich mir jetzt einen Magen verderbe, habe ich nichts gewonnen. Beziehungsweise sogar eine Vergiftung hole. Wir gucken uns jetzt mal diesen Baumstamm hier an. Das ist normalerweise eigentlich prädestiniert für Viehzeug. Eine Sache habe ich schon, das ist hier so eine kleine Schnecke oder sowas, mit der könnte man es schon mal probieren. Toll. Obwohl ich nicht weiß, ob das so der optimale Köder ist. Ja, es gibt da keine Insekten sind. Wo sind die Viecher alle? Ich könnte noch mal bei so richtig morschen Stämmen gucken, ob ich Maden finde. Sehr gut. Ansonsten, was ich euch sagen wollte, ich bin gerade ein bisschen auf Erkundungstour. Ihr seht, da unten ist noch das Wasser. Und hier hinten kommt nochmal so eine Freifläche, die will ich mir mal angucken. Vielleicht ist da die Gegebenheit irgendwie ein bisschen anders. Ich war auch unten gerade in diesem Sumpfbereich, habe da alles aufgewühlt. Nichts. Ich weiß nicht, ob es am Wetter liegt oder ob ich irgendwas grundlegend falsch mache. Wo sind die Maden? Das gibt's doch nicht. Das ist so perfekt dafür. Was haben wir hier? Das allererste Mal irgendwelche komischen kleinen Ringelviecher. Die sind aber so klein. Die sind ja kleiner als mein Haken. Das bringt mir nichts. Wieder eine riesige Ameise. Heißt das eigentlich Ameise? Oh, hier haben wir eine. Ah, die ist aber ultra klein. Hier. Aber die nehme ich mit. Sieht aus wie so ein Mehlwurm. Ah, die könnte gut funktionieren.
Okay, okay, okay. Aber Freunde, trotzdem weird, oder nicht? Also wenn ich an den Wald denke, dann denke ich immer an tausende Insekten und Kleinviecher. Dass da jetzt einfach gar nichts ist. Ich bin nach wie vor auch Fritz Meinecke. Seine Lage bei Seven vs. Wild überkrass. Dem seine Butze, dem seine Bleibe ist auch sehr geil, Mann. Ich suche weiter. Ich glaub, der ist sehr, sehr gut aufgestellt. Und wenn das hier Stunden dauert, wir ziehen durch. Da mache ich gerade die Kamera aus. Da habe ich eine. Allerdings habe ich die leider irgendwie zerquetscht. Egal, ist nicht schlimm, oder? Aber besser als nichts. Das ist eine fette Käferlarve. Okay, okay, also es gibt auf jeden Fall welche. Das ist schon mal gut. Also, ich werde jetzt runtergehen, die Angeln bauen und mit diesen drei Sachen jetzt hier schon mal rumprobieren. Ich bin so gespannt. Ey, bitte spoilert nicht, Chat, aber ich bin so gespannt, ob was fängt. Dann muss ich mir irgendwie einen Alternativplan überlegen. Aber auch wenn jetzt, also hat wirklich locker eine Stunde oder anderthalb Stunden gedauert, aber ich habe was gefunden. Eine dicke, fette Käferlarve und einen so einen kleinen Mehlwurm. Das ist die Ausbeute und diese Schnecke. Drei Stück. Ich bin kein Angelprofi, absolut überhaupt nicht. Ich habe letztes Jahr überhaupt erst meinen Angelschein gemacht, ein bisschen was trainiert. Und jetzt gucken wir mal, ob wir das auch in die Praxis umgesetzt bekommen oder ob ich jämmerlich versage. Und Chat, wir sind uns doch einig, oder? Ich meine, beim nächsten Seven vs. Wild Projekt werden ja auch eigentlich nur Creator teilnehmen. Wieder mit Fritz Meinecke, der auch Creator ist. Also 7 Creator reisen ja dann wieder in so einen Wald vermutlich, oder? Das heißt eigentlich, also alle Creator, die sich das anschauen und sagen, sie wollen mitmachen und Fritz meint, ihr könnt mitmachen. Man kann sich ja auch Real Talk jetzt darauf vorbereiten, ne? Ich weiß jetzt nur nicht, ob das halt cool ist oder nicht, aber man kann sich richtig gut darauf vorbereiten. Du kannst mehr über Angeln lernen, generell mehr über den Wald. Du kannst lernen, wie du gescheit dir eine Butze baust, über alles Mögliche. Das kannst du dir ja Wochen davor anschauen und es dir aneignen, dass du es dann leichter haben wirst. Also wenn ich mitmachen würde, ich würde tatsächlich, ich glaube, einen Monat davor anfangen, mich intensiv damit zu beschäftigen und auch mal wirklich so 3 Tage mal so den Prozess durchleben. Würde ich, glaube ich, machen. So einfach nicht als Cheaten, sondern einfach nur so, um mich halt vorzubereiten. Und ich glaube, das wäre auch ganz gut dann. Also, witziger wäre es natürlich, wenn jetzt zum Beispiel so jemand wie ich komplett einfach so hingeht, ohne irgendwas. Ich mache mir nicht mal Gedanken, mit welchen 7 Gegenständen ich da bin. Ich gehe einfach mal hin und schaue mir das an. Und dann fresse ich ab Tag 3 oder so Baumrinde. So ein bisschen knabber ich einfach mal, um kein Hungergefühl zu haben. Und koche mir halt Wasser ab. So, ich glaube, ich wäre jemand, der sehr viel versucht zu meditieren, um die Zeit zu überbrücken. Wunderschönen guten Morgen an Tag 2. Was eine Nacht. Anders kann ich nicht beschreiben. Ich bin tatsächlich noch zum Schlafen gekommen. Ich bin nicht erfroren. Es war so kalt. Trotz Feuer. Aber das Feuer, wie gesagt, zu weit weg. Von mir quasi. Und durch diesen Felsen hier. In der Mitte von der Höhle. Und ja, da werde ich ein bisschen optimieren. Ich kann jetzt schon sagen, wenn ich das Ganze hier durchstehen will. Ohne Schlafsack und so weiter. Muss meine Priorität weiterhin hier das Lager sein, das Feuer, Nahrungsaufnahme, Blaubeeren und dann schauen, wie sich das Wetter entwickelt. Wenn es weiter regnet die ganze Zeit, habe ich nicht die Energie, die Zeit, mich neben dem Feuer und neben den Tageschallenges um Fischreuse oder sonst was zu kümmern. Ich habe einfach das Problem, dass ich ganz andere Rohstoffe hier habe, andere Pflanzen, als ich ursprünglich dachte, um mir eine Fischreuse zu bauen. Um ne was? Ich finde hier keine Schnecken, ich finde nur Blaubeeren hier. Das ist total krass. Aber, wie gesagt, das Wichtigste, da ich keinen Schlafsack habe, ist die Wärme hier aktuell. Und eine Fischfalle das muss ich weiter am Laufen halten, weil sonst packe ich die Nächte auf gar keinen Fall. Also heute Nacht, keine Ahnung, wie kalt es war, aber es muss einstellig gewesen sein. Ja, deshalb. Also, ich werde jetzt erst 7 Grad Feuerholz chillig, suchen, Digga. Was trocken ist, um das Feuer zu entfachen. Danach öffnen wir den Brief für die Tageschallenge. Bin sehr gespannt. Ja, also, let's go. Ich hatte das Wort noch nie gehört, so, eine Fischfalle. Ich habe die extra ausgezogen, weil die sollen schön trocken bleiben. Rein in die nassen Schuhe. Alter, Junge. Ja, diese ständige Nässe ist auf jeden Fall krass. Todesnervig. Ey, todesnervig. Natürlich. Die Stimmung wäre ganz anders. Wenn es einfach trocken wäre, ne? Ich sage jetzt nicht, dass es heiß sein muss, aber einfach Trockenheit würde so vieles für die so würde so viel vereinfachen, dass die ständige Nässe haben, ist eine Katastrophe. Das zieht bis runter in den Knochen und das für 7 Tage ist Dogshit, ehrlich. Extrem auskühlt, aber ich bin nach wie vor motiviert
Und ja, möchte das hier weiterhin durchziehen. Auch wenn es heute Nacht echt grenzwertig war und ich, ja, gezweifelt habe, ob das Ganze nicht sogar gefährlich wird. Heute Nacht. Also, und Sie überlegen, ich habe hier auf dem Felsen teilweise gelegen, weil es so kalt war, bin da drauf eingeschlafen, damit ich hier die Hände dran machen kann und mich irgendwie wärmen kann. Ja. Das ist schon hardcore, ehrlich. Das ist echt hardcore. Ich frage mich, ob die es mit Absicht so hardcore gemacht haben. Ja, die hätten ja auch irgendwo im Sommer hingehen können zum Vorbereiten oder zum Vordrehen dafür, dass es jetzt online kommt, wo es halt ein bisschen wärmer wäre. So wenigstens trocken so, ne? Aber ja, so ist es halt nochmal für die wahnsinnig anstrengend. Ich glaube, für die Zuschauer vielen fällt es, oder die haben, vielleicht ist es denen gar nicht bewusst, wie krass das ist eigentlich, ne? Wenn du bei 7 Grad Nässe da draußen bist und pennen musst in der Nacht, nichts zu essen hast wirklich und dann irgendwie am nächsten Tag noch eine Challenge machen musst, das ist krank einfach. Nee, ich bin nicht dabei, Mate. Niemals. Wegen Corona aufschieben, ach so, okay. Ah, das ist ärgerlich. Oh, der trinkt es, ne? Schon auf jeden Fall sehr nice hier. So, jetzt geht's zurück zum Lager. Da öffne ich dann den Brief mit der Tageschallenge. Oh je, ist irgendein technisches Gerät drin. Ich erne. Oh je, nicht. Ach du je. Maßband und Stoppuhr. Oh je, oh je, oh je. Seven vs. Wild. Jetzt mit Kurzwahltaste 1 alles okay senden, habe ich getan. Es werde Licht, die Nacht ist dunkel und voller Schrecken. Baue eine Fackel aus natürlichen Materialien. Die Fackel darf maximal 50 cm lang sein und der Umfang an der breitesten Stelle nicht mehr als 40 cm betragen. Zum Ausmessen wird das beiliegende Maßband verwendet. Filme die Maße mit deiner Kamera ab. Bis zum Sonnenuntergang kannst du bauen und testen. Sobald die Sonne untergegangen ist, darfst du die Fackel oder auch mehrere nacheinander entzünden. Sollte die Flamme erlöschen, so ist dieser Versuch vorbei und die Zeit muss gestoppt werden. Der nächste Versuch muss also von vorn gezählt werden. Die Fackel muss eigenständig brennen, darf nach dem Starten der Stoppuhr nicht bewegt werden und muss vorher statisch an einem sicheren Ort platziert werden. Die Fackel, die am längsten brennt, beschert dem Teilnehmer die vollen 7 Punkte. Für die Messung der Brenndauer liegt eine Stoppuhr bei. Aber coole Challenge. Es gibt verschiedene Arten von Challenges. Erstens, die Punkte werden gestaffelt von 0 bis 7 vergeben. Hier der Fall, falls jemand die Challenge komplett auslässt, bekommt er 0 Punkte. Derjenige, der am besten abschaltet, erhält 7 Punkte, der zweitbeste 6 und so weiter. In dem Fall ist es ja auch so, dass dadurch, dass der Dave und, ich weiß leider den Namen nicht mehr, das ist ja schon 2 weg, dann kriegt man auf jeden Fall noch Punkte, oder? Es gibt nur, in Anführungszeichen, geschafft 7 Punkte oder nicht geschafft 0. Ach so, okay. Die Punkte werden pro Aktion vergeben. Was genau darunter zu verstehen ist, wird im Ablauf der Serie klar. So, ihr habt es ja schon gesehen, deswegen vermute ich jetzt einfach mal, dass trotzdem zum Beispiel, wenn jetzt alle 5 eine Fackel bauen, der letzte halt, oder der niedrigste Punkt ist ja 7, 6, 5, 4, 3. Ja, habe ich noch nie gemacht, aber... Oder? Ich meine, ich habe hier das Ganze noch nie gemacht. ja. Also ich habe jetzt kurz überlegt, die soll ja möglichst lange brennen, aber halt wie eine Fackel, also eine Fackel sein, jetzt nicht einfach glühen. Ich werde hier das Zeug, Moos oder was auch immer das ist. Wenn ich klar, dass es keinen geschaffenen Punkt gibt, ja, eigentlich schon, ja. Das hier pflücken, sammeln und dann Harz suchen und das dann zu einer Pampe machen und dann ja irgendwie an Holz befestigen. Ja, das mache ich jetzt mal. Es ist so krass, wie anders Schweden ist.
All das, was ich irgendwie dachte, ey, du kannst das und jenes machen in Sachen Nahrung, in Sachen, ja, was bauen, wie eine Fischreuse oder so. Hier sind einfach komplett andere Materialien. Das ist so krass. Ich werde heute wahrscheinlich auch mal weiter ins Landesinnere gehen und da schauen, ob ja, ich da irgendwie andere Rohstoffe finde. Ja, aber jetzt erstmal hier das sammeln und ja. Ich habe jetzt hier diese umgefallene Birke gefunden und ich versuche mir da jetzt mal ein Stück Baumrinde rauszuschneiden und daraus ein Gefäß zu machen, dass ich mal besser trinken kann und auch was mit ins Lager holen kann. Habe ich noch nie gemacht, hier sowas. Ich habe das nur mal auf Bildern gesehen. Probiere ich jetzt aus. Ich hoffe, dass das klappt. Ich habe keine Ahnung. Potenzielles Brennholz. Ey, aber er ist halt echt, er ist echt so gechillt drauf, Mann. Und dafür, dass er eigentlich immer noch steht. Er kam irgendwie, Chat, ne, mit zwei Gegenständen, Durchfall und allem drum dran, Krankheit, ist er reingekommen und zieht da einfach durch, so auch völlig entspannt auch. Wirklich gar kein gestresster Eindruck irgendwie. Mega Typ auf jeden, finde ich auch sehr angenehm. Yes. Ah nein, der ist nicht zerbrochen. Ich dachte, der wäre zerbrochen. Das ist wieder schönes, trockenes Holz. Cooler Zeitgenosse auf jeden. Es könnte funktionieren. Ich brauche jetzt nur irgendwas zum Klemmen. Ja, geil. Und was will er jetzt damit machen? Ach, so ein Gefäß. Boah, das sieht aus wie dieses... Es gibt ja dieses kleine Überraschungsei und es gibt immer dieses große, worüber man sich überkrass gefreut hat, wenn man das große Überraschungsei bekommen hat. Das sieht aus wie die eine Hälfte davon. Das ist auch geil für die Beeren zu sammeln. Weil ich esse dauernd immer nur so handvoll. Aber jetzt kann ich das einfach mal voll machen, dann ordentlich was in den Magen hauen. Schön ist es nicht, aber ich bin gerade voll stolz, weil ich das noch nie gemacht habe und selbst ja, cool. Es funktioniert hat. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Das ist einfach, der muss das ja machen. Ne? Der so viel Zeit, wo nichts passiert, er ist alleine. Dann musst du auch irgendwo, glaube ich, mal kreativ sein, damit du eine Stunde oder zwei mal mit irgendwas verbringst. Und dann hast du so ein Glücksgefühl, so wie er jetzt so. Der hat eine Stunde oder zwei damit verbracht, so hat ein bisschen Zeit totgeschlagen, weil... Wir sind uns ehrlich, 7 Tage musst du da, wir reden von Zeit totschlagen. Wir reden ja nicht von, ja, Digi, ich bin da 7 Tage allein und es ist immer Action. Gar nicht, glaube ich. Nämlich 0,0. Was ich sagen muss, also ich bin nach wie vor motiviert, alles klar. Aber ich glaube, ich rede, fällt mir auf, sehr emotionslos. True. Na, angenehm halt. Daran, dass ich mich halt nicht mega fit fühle, ne? Also ich habe immer noch Bock. Also was ist immer noch Bock? Ich habe Bock. Und bin am Start und mach und tu. Aber Kaloriendefizit von gestern merke ich auf jeden Fall. Und ich renne halt den ganzen Tag hier rum. Ne? Also, ja, ich mache das jetzt mal mit dem Wasser unten. Danach sammeln wir hier noch die Beeren, nachdem ich das zum Trinken ausprobiert habe. Und ich würde sagen, ich hole diese Stoppuhr mit und guck mal, wie lange ich brauche, bis die Schale voll mit Beeren ist. Fände ich ganz witzig, weil ich würde nur interessieren, wie lange, also mir kommt das nämlich unglaublich krass viel Arbeit vor, diese Beeren zu pflücken irgendwie. Aber es kann auch sein, weil ich das immer nur so sporadisch mache und nicht am Stück. Ja, wenn ich das hier esse, das wäre schon mal ganz nice, wenn das komplett voll ist. Guten Morgen. Tag 2. Ich habe mich gerade ein bisschen beruhigt. Ich habe nachts extra nicht gefilmt, weil ich einfach Knülle war und ich habe auch nur rumgeschrien und das war... Ich habe sehr viel geflucht, sehr oft geflucht, weil ständig mein Bett kaputt gegangen ist. Ihr seht es auch gleich, wenn ich aufstehe, das Bett ist komplett hinüber, weil diese
Da muss die Kamera an sein. Mal so einen schönen Ausraster. Mal so einen authentischen Ausraster in der Wildnis, weil alles scheiße ist. Das wäre ein wichtiges Ding gewesen. Jetzt mal no joke. So, das ist nicht ein Ausraster, weil irgendwas Technisches jetzt hier nicht funktioniert. Bildschirm, Handy, whatever. Sondern da funktioniert was in der Wildnis nicht, was wichtig ist. So ein ehrlicher Ausraster. Die Lattenrost, sag ich mal, diese ganzen Stöcker, die haben sich ständig verschoben, sind runtergerutscht. Dann sind die auch vor allem nach vorne gerutscht, weil die sind ja rund. Und die lag ständig auf dem Boden. Das war nicht angenehm. Oh nein, mein Pilz. Oh fuck. Scheiße. Mein Pilz sieht nicht mehr so aus, wie er mal aussah. Ich wollte ihn eigentlich gestern noch machen, aber jetzt ist mittlerweile schon richtig schwammig und weich geworden. Ich habe es ja gestern nicht mal hinbekommen, den irgendwie zuzubereiten. Also der Pilz ist mittlerweile nicht mehr so genießbar. Muss ich einen anderen suchen, egal. Ey, wisst ihr, wenn Kilian Tanzverbot da mitmachen würde, ich glaube, das würde, weil, wisst ihr, er ist ja auch einer, der 15 Minuten im Wald steht und ohne Cut einfach mal ein Real Talk raushaut. Wäre Tanzverbot da, das wäre so nah am Geschehen und am Leben, das wäre, glaube ich, zu krass, ehrlich. Wenn Tanzverbot da wäre, allein wie Tanzverbot manchmal Dinge sieht und dann in Worte packt, das wäre für mich alles, wenn Kilian da an Tag 2 loslegt und einfach mir irgendwas erzählt. Ist mir scheißegal. So, Hauptsache, es wäre so cool. Es wäre wirklich cool. Ich werde jetzt erstmal gleich meine Challenge aufmachen, weil es gibt jeden Tag eine Challenge. Aber meine Challenge heute wird vor allem sein, das Bett irgendwie anders zu machen, weil es war so hart und ich habe nicht viel geschlafen. Ich habe dann gegen, ich weiß nicht, wie spät es war, Mitternacht, keine Ahnung, habe ich angefangen, meine nasse Jacke zu nehmen, meine nasse Jacke als Kopfkissen zu benutzen. Meine Füße sind immer noch komplett nass. Also meine Hose ist relativ trocken geworden, aber meine Füße unten komplett nass, weil das Wasser natürlich irgendwo durch den Schlafsack durchgedrückt hat. Ich versuche den Schlafsack zu trocknen irgendwo auf dem Felsen vorne, weil es gerade nicht regnet, aber es sieht nicht gut aus. Es könnte auch gleich wieder anfangen zu regnen, deswegen, ich muss das hinmachen, Challenge aufmachen und gucken, was so ansteht und dann vor allem versuchen, mein Shelter auszubauen und vor allem das Bett bequemer zu machen. Auch wenn ich den nassen Moos drauflege, ist egal. Das ist so hart, ich habe überall Druckstellen am Körper, meine Hüfte tut weh, alles tut weh. Das ist so keine Lösung. Niemals. Er pennt einfach auf Ästen. Tag 2 Challenge. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was das für Challenges sein werden. Kopf ist. Hat nichts mit Wasser zu tun. Aber geiler Ausblick, Alter. Bin ich jetzt Wasser. Möchte nicht. Naja, gut, Fackelbohnen. Ach du Scheiße. Also ich weiß, dass Tierfett brennt. Das heißt, ich muss mir ein Tier organisieren und das Tier entzünden. Also hier auf jeden Fall auf Harz, aber die Frage ist, wo ist hier Harz? Ich habe noch kein Harz gefunden. Ich müsste mal ein bisschen die Kiefern abklappern, gucken, ob ich irgendwo irgendwie Harz sehe, was irgendwie aus so einem Astloch austritt, was ich abschneiden kann. Weil Harz ist super. Harz brennt. Also sollte zumindest. Kommt mal ein bisschen Zeit. Es ist jetzt, keine Ahnung, wie spät, es ist hell. Ich schätze mal, es ist noch vor 12 Uhr, weil so lange habe ich nicht geschlafen. Ich bin dann irgendwann nachts, wo es dann, weiß ich nicht, immer noch dunkel war, so langsam eingeschlafen. Aber war immer wieder wach und habe immer wieder geflucht. Ich habe die Szenen extra ausgelassen. Ich werde aber nächste Nacht meine Taschenlampe irgendwo hier platzieren, dass ich dann auch nachts mal ein bisschen filmen kann. Sehr geil. Wenn ich wieder fluchen sollte. Aber ich wollte euch das auch ein bisschen ersparen. Also das war nicht schön gewesen. Da waren viele Kraftausdrücke dabei. Oh. Schade. Ah, meine Füße leben noch. Aber die sind ganz schön weiß. Hup, ach Gott. Gut, dann geht's heute erstmal barfuß weiter, würde ich sagen. Für die nächsten Stunden zumindest. Oh. Mal die Hose ein bisschen umkrempeln, dass sie nicht unnötig dreckig wird. Ja, ich zeige euch jetzt mal kurz mal mein Bett hier. Das war eine Katastrophe gewesen. Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwelche blauen Spuren an den Hüften, an den Hüftgelenken habe, aber mir tut alles weh. Ich bin froh, dass ich gerade mal stehen kann. Ich bin froh, dass ich mir mal lang machen kann, weil lang machen war auch schwer. Und der Schlafsack hat auch ein bisschen gelitten. Alter. Guck mal. Alter, also er ist komplett nass unten. Und auch vor allem auch hier unten in dem Fußbereich war wirklich, da war eine Pfütze. So pennst du halt nicht bis zu Tag. Chat, wir sind uns doch einig, oder? So pennst du halt nicht bis Tag 7. Also wirklich, es ist so krass. Es ist echt ein dummes Bett. Echt ein dummes Bett. Ich habe auch gefroren nachts. Auch mal besonders, wenn ich mich auf den Rücken gelegt habe, ja, habe ich gefroren. Das war auch nicht so schön. Boah. Ich werde jetzt mal zusehen, dass ich den Schlafsack irgendwie ein bisschen trocken kriege. Meine Jacke ist sowieso komplett nass. Ne? Also die war ja gestern schon richtig nass. Das ist mein Bett. Ist übrigens auch ein Stock ist gebrochen nachts. Und das Problem ist, dass es auch ein kleines Gefälle hat. Die sind immer runtergerutscht. Ich hatte immer übelst die großen Lücken gehabt. Aber ich habe hier einen super Stein.
auf den platziere ich jetzt meine ganzen Sachen und werde jetzt mal trocknen. Das Schlimmste ist gerade wirklich, dass meine Regenjacke auch komplett nass ist, auch innen. Also mir ist es wirklich kalt, ich hab bloß ein T-Shirt an. Ich habe keinen Pullover, bloß die Jacke hier. Und wenn die nass ist, kann ich die nicht mehr anziehen. Ich hoffe, die trocknet jetzt einigermaßen, zumindest von innen, dass ich sie irgendwie anziehen kann. Guckt euch das an, das ist alles komplett nass, durchgedrückt, also... Ich hoffe und bete zu Odin, dass das wenigstens noch ein bisschen trocken bleibt. Und in der Zeit putze ich erstmal Zähne. Das Holz brennt nicht, das ist einfach zu nass, das geht nicht. Es war ein großer Fehler, gestern das Feuer ausgehen zu lassen, aber ich hätte es nicht anlassen können wegen dem ganzen Regen. Es wäre irgendwann ausgegangen, spätestens in der Nacht oder so. Aber trotzdem, das ist schon gerade echt ein bisschen frustrierend so zu sehen, dass einfach das Feuer nicht zündet. Ja, dann für die Challenge mit der Fackel. Ich weiß nicht, wo ich jetzt die trockenes Holz herkriege. Hier liegt halt nichts rum. Ich glaube, ich habe eine Lösung gefunden für mein Problem mit dem Wasser. Ich werde jetzt einfach ganz viele Birkenrinde organisieren und die dann hier von innen reinklemmen. Das heißt, wenn das Wasser dann oben durchdrückt und hier raufkommt, fließt es nach hinten einfach ab. Aber ihr seht schon, ich brauche richtig viel Birkenrinde. Richtig, richtig viel. Je größer, desto besser. Zumindest genau über meinem Platz. Es kann ja links und rechts von mir runtertropfen, aber über meinem Schlafplatz will ich bitte trocken bleiben. Das wäre schon richtig gut. Auch wenn es jetzt nicht hundertprozentig ist, ist es immer noch besser als letzte Nacht, weil das möchte ich nicht nochmal haben. Der Schlaf ist wichtig und ich habe letzte Nacht so gut wie gar nicht geschlafen. Jetzt bei Survival Martin, da bin ich gespannt. Ja, der war ja auch in dem Video, wo ich den Urlaub bekommen habe. Good morning at day number two. Ich habe gerade die Kameras getauscht, habe gerade mein Notsignal fürs GPS. Ach, Notsignal. Oh. Wir müssen hier einmal am Tag quasi was losschicken, eine Nachricht, damit die wissen, okay, wir leben noch. Unseren Standpunkt. Und da ist so eine Vorlage drin. Also ich drücke einfach nur zweimal auf den Knopf und dann ist gut. So, habe ich erledigt. Das kam, ist raus. Frühstück. Ey, wer hätte es gedacht, heute gibt's Heidelbeeren zum Frühstück. Und dann mache ich die Challenge auf. Ja, naja, denn heute werde ich auch versuchen, ein bisschen außenstehende Kameras noch aufzustellen. Das habe ich gestern nicht mehr gemacht, weil Zeitdruck. Es regnet gerade nicht. Ich werde mich jetzt ein bisschen beeilen, weil ich versuche, das Feuer anzuschmeißen. Und ich will mein Bett noch mal ein bisschen aufpolstern und Angel bauen, Fisch fangen. Los geht's. Und ich sage euch eins, da merkt man, der hatte einfach eine bessere Grundlage und konnte ein bisschen besser pennen, weil die Laune ist ganz, ganz, eine ganz andere Laune. Der wird vielleicht mal aufgewacht sein in der Nacht, kann passiert sein, aber der hat, glaube ich, der hat gut geschlafen, sag ich. Dem geht's schon nicht gut. Dem geht's mit am besten dort. Es werde Licht! Ja, naja, gut. Also ich sag's mal so, sollte ich heute wieder im Regen sitzen, kannst du deine Fackel sonst wohin schieben? Mein Ziel ist hier nicht, die vollen Punkte abzuräumen, sondern ich will hier 7 Tage durchhalten. Wenn ich das schaffe, habe ich schon mehr geschafft, als ich mir überhaupt vorstellen konnte. Meine Rede. Ich glaube, ich würde die Challenges auch versuchen, aber wenn ich ab einem gewissen Punkt merke, dass ich für die Challenges gar keinen Kopf mehr habe, dann könnte ich halt mir auch nicht vorstellen, alle Kraft und Energie reinzustecken, weil daraus könnte ja Frust entstehen, die mir halt vieles rauben an Stellen, wo gar nichts mehr da ist. Natürlich dann die Zuschauer, warum macht er das nicht richtig, dies, das, voll scheiße. Aber das, wenn ich 7 Tage da durchpowern müsste, würde ich mich echt darauf konzentrieren, am 7. Tag noch da zu stehen. Sind so diese Challenges eher so was für so einen Fritz oder so, die einfach Langeweile haben, die nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen. So, Tag 2 Challenge. Vielen lieben Dank für diese tolle, kreative Idee. Mir ist kalt. Steht da? Ich hab Hunger. Ich würde gerne was essen. Ich hätte gerne Gesellschaft. Aber das hier, jetzt hier der Fackelbau. Gut, ich hab andere Sorgen. Oh, der ist echt kurz vorm Durchdrehen. Ihr hattet recht. Vielleicht habt ihr es aber auch schon gesehen. Ich dachte so, der hat wirklich, der freut sich jetzt einfach und legt los. Die Laune schiebt doch gar nicht. Wetter sieht immer, als. Ich glaube, es geht schon wieder los mit Nieselregen oder so. Feuer brennt noch, aber ich wollte meine Angeln mal zusammenbauen. Das hier, das ist eine lange und eine kurze. Holz hat gestern schon organisiert. Und ich werde jetzt mal versuchen.
bin schon gerade wieder am Strand unterwegs gewesen und... Oh, voilà. Werde die mal als Köder probieren. Hier drüben ist so eine Stelle, die muss ich euch mal zeigen. Da werde ich jetzt einfach reinhängen. Weil ich weiß, Barsche sind absolut verfressen. Und sobald da ein bisschen Fleisch dran hängt, bap, sind die am Start. Weil das fressen auch sonst normalerweise die Barsche. Und entweder wurden sie durch den harten Wellengang an den Rand gespült oder weil der Jäger hinter ihnen her war und die halt keinen anderen Weg mehr wussten. So, und hier ist eine Stelle. So von Seerosen her und von Gras her. Und es ist sehr, sehr schwarz. Also es sieht aus, als wenn es sehr, sehr tief ist schon. Oder ist einfach nur dreckig. Da kommt Frischwasser rein. Ich werde mal versuchen, hier meine Angel auszuwerfen. Wir werden mal gucken, was passiert. So. Chillig. Ich kann hier aber nicht lang gehen zurück, weil hier alles sumpfig nass ist. Das heißt, wenn ich darüber will, weil da sieht es auch geil aus, müsste ich quasi einen riesen Umweg laufen. Egal wie. Ich hole jetzt die Angel, pack die beide hier rein, die kleinen, den großen. Weiß ich nicht, was ich damit mache. Und dann schauen wir mal, was passiert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass einer was fängt irgendwie. Tut mir echt leid, ich kann es mir nicht vorstellen. So, ich habe meine Köderstrategie nochmal geändert. Hier hängt jetzt quasi ein Wurm dran. Ich habe so eine kleine Würmer gefunden. Die waren in meinem Bett. Sah aus wie Regenwurm. Und ich lasse sie jetzt einfach hier hängen, weil ich glaube, es ist so schwierig zu sagen, ob hier überhaupt Fische drin sind. Also gesehen habe ich keine Bläschen oder irgendwas. Und Tag 2 und ich merke halt echt schon, wie so langsam mein Hirnmatsch wird. Ich glaube, wir werden mal ein paar Blaubeeren pflücken gehen und ein paar Blaubeeren reinsnacken. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, Chat, dass wirklich so ein Fisch... Also ich würde gerne mich vom Gegenteil überzeugen, das kannst du mir auch nicht vorstellen. Ja, wunderschönen guten Morgen. Bei Bäume bin ich jetzt gespannt. Erste Nacht überstanden. Es hat irgendwie die ganze Zeit geregnet, beziehungsweise jetzt ist ein übelster Wind draußen. Keine Ahnung seit wann. Ich würde aus dem Bauch raus sagen, so seit 2-3 Stunden vielleicht, keine Ahnung. Fazit zur ersten Nacht ansonsten. Mein Setup hat gut durchgehalten. Und also das, was ich mir halt ausgedacht habe. Ich liege ja so teilweise in der Hängematte, teilweise auf dem Boden. Hat mega gut funktioniert. Aber noch ein wichtiger Punkt. Und zwar gestern hat es ja wie gesagt geregnet. Und ich hatte jetzt teilweise Klamotten, habe gestern Abend deswegen kein Feuer mehr angemacht. Und bin dann quasi mit nassen Klamotten ins Bett gegangen. Und jetzt schaut mal her, es ist quasi alles trocken. Also durch die eigene Körperwärme. Jackpot. Bommel einfach, Digga, jeder irgendwie bis jetzt aufgewacht, nass und so. Bommel macht auf, trocken. Ohne Haken halt schwer einen Fisch zu fangen, oder? Ich weiß nicht, hat er jetzt nicht gefühlt für mich an der Angel gerade noch von diesem Martin. Hing einfach nur ein Stück Holz dran, so sah es für mich aus. Ich habe da auch jetzt nicht die Angel erkannt, aber naja. Ist sowohl der Rest vom Schlafsack wie auch meiner Hose einfach wieder schön trocken. Gestern Abend habe ich noch ein bisschen gefroren, tatsächlich, durch die kalten Sachen. Und über die Nacht im Defense 4 habe ich ja hier alles wieder schön trocken geworden. Mega geil. Ach, Holz war der Schwimmer, okay. Das ist tatsächlich mein T-Shirt. Also ich habe jetzt hier unter meiner wärmenden Schicht quasi nichts drunter. Digga, wenn ich so Nachrichten lese wie Bommel so langweilig, ey, das ist so eine dumme Aussage. Ach man, es tut mir echt leid, aber die Aussage ist wirklich so dumm. Nur weil der halt jetzt nicht irgendwie abgefuckt auf Holz gepennt hat, aufwacht mit einer schlechten Laune, sondern einfach ein bisschen älter ist, schon ein bisschen Erfahrung hat und da einfach mitmacht, hat es lange nichts mit Langeweile zu tun, sondern einfach nur mit Erfahrung und einfach mit einer gewissen Reife halt, ne, die der halt mitbringt. Also, wie gesagt, Hängematte ist hier, unten drunter habe ich gestern ja mit Moos und Zweigen also ausgedeckt. Ihr seht ja, wie flach das dort gedrückt ist. Das habe ich. Da liege ich quasi zu großen Teilen drauf. Ja, man sieht ja richtig die Spuren. Und die Axt, ja, die klappt daneben. Da. Man weiß ja nie, was so kommt. Somit war der klassische Windshield-Effekt fast gar nicht zu merken. Und ich hatte anfangs nur durch die kalten Klamotten kalte Füße. Das hat sich dann aber gelegt, als das dann irgendwann trocken wurde. Also die Nacht war echt gut, muss ich sagen. Okay, gut. Ich habe schon eine Idee. Es wird wahrscheinlich für die nächsten Tage so meine Ernährungsgrundlage sein. Von allen einfach.
immer mal wieder so eine Handvoll. Das müssten Preiselbeeren sein. Aber die sind mir so zu sauer. Und außerdem habe ich keinen Käse hier. Also bleiben die dran. So, ich habe jetzt einen großen langen Ast schon gefunden. Und da habe ich mir jetzt schon mal, den habe ich jetzt quasi dieses ganze kleine Kneckerholz entfernt. Und habe mit dem Maßband 1 hier abgesteckt. Ne? 50 cm, die Ecke muss da weg. Und bin dann quasi zum Abmessen immer dann hier eine Position gesetzt. Und jetzt ist quasi hier der nächste dran. Digga, einfach eine Axt dabei. So, ich habe jetzt ein bisschen Material schon gesammelt. Also natürlich nicht das hier, sondern entsprechend auf meinen Haufen. Die danach in ganz Schweden keine Blaubeeren mehr. Wirklich, die futtern da alles weg, Mann. Die Tiere, die davor gelebt haben und jetzt wahrscheinlich gemerkt haben, da sind gerade welche. Deswegen gehen die da nicht mehr hin, werden derbe abgefuckt sein, nachdem der ganze nachdem die ganzen Blaubeeren einfach aufgefuttert worden von denen. Was ich jetzt machen werde, ist mal 2 kleine Testfackeln. Meine Idee ist jetzt quasi in etwas dickeren Stande nachher. Also wie gesagt, das sind jetzt nur die kleinen zum Testen. Das Ganze dann mit dem Zweigwerk aufzufüllen. Darin dann immer wieder Birkenrinde auch mit zu verbauen. Gerade im Außenbereich dann auch fürs Anzünden. Und das Ganze habe ich mir überlegt. Da will ich jetzt mal probieren. Mit diesem Strauchwerk von den Heidelbeeren und so. Damit dann quasi das zu verknoten, dass es auch fest ist. Puh. Wie da hinten einfach strahlend blauer Himmel ist. Und über uns hängt hier so eine richtige Matschewolke fest. Bommel-Legende. Ey, Mann, entspannter Typ. Vielleicht sehen wir ja die nächsten Tage irgendwann nochmal wieder einen Sonnenstrahl. Also ich weiß nicht, ich finde irgendwie, natürlich schade, dass Dave, ich kann es nicht oft genug sagen, dass Dave nicht mehr dabei ist. Für den anderen Namen, sorry, ich kann mir das nicht merken, der ausgeschieden ist aufgrund von der Verletzung, tut es mir auch leid und so. Aber ich finde, die 5, die jetzt noch da sind, schaue ich mir wahnsinnig gern an. Einfach auch vom Charakterunterschied oder von der Herangehensweise. So ein Fritz, der auch mal dann irgendwie so eine halbe Stunde einfach was erklärt. So ein Martin, der auf jeden Fall höchstwahrscheinlich, wie ihr es schon gesagt habt, vielleicht habt ihr auch schon gesehen, noch einen Ausraster schieben wird. Baumel halt wahnsinnig entspannt und ruhig so, auch wirkt sehr erfahren. Ich schaue, alle sind gut, Mann. Alle sind echt gut. Wie viel Schnur nehme ich? So ein Stück im Wasser. Komm, ich nehme 2 Armspannweiten. Jetzt müssen wir das hier oben festbinden. Okay. So, und jetzt muss ich aber noch einen Schwimmer dazwischen packen. Da habe ich mir ein paar rausgesucht. Ich glaube, so ein kleiner reicht hier. Irgendwie vielleicht hier so dazwischen, dann kann das nicht so abfluppen. Ich glaube, ich werde ihn... ja, ich mache noch die Rinde ab, dann sehe ich ihn, glaube ich, besser. Ja. So, Kamera ist aus, jetzt passt es. Ich habe ihn 2-mal fixiert. Keine Ahnung, ob man das so macht. Wir probieren es einfach aus. Biene, was geht? Hey, wenn so, einer ist... jetzt draußen. Ich werde noch 2 weitere bauen. Weil erhöht einfach... Ich weiß, ich war 2-mal im Angelcamp und so. Ich muss trotzdem fragen, was bringt der Schwimmer nochmal? Also, was macht der Schwimmer? Ich meine, natürlich sagt der Name, er schwimmt oben drauf, aber warum benutzen die denn? Er sieht, ob ein Fisch anbeißt, wenn was anbeißt, okay. Das heißt, dann in dem Fall könnte er halt sinken oder so, ne? Okay, weil er könnte ja auch rein theoretisch ja einfach die Angel dauerhaft festhalten, bis er merkt, dass da was passiert. Oder ist es mit diesem Stamm oder mit diesem, ja nicht Stamm, mit diesem Ast nicht möglich? Also glaubt ihr, er würde den Fisch nicht spüren, weil der Ast einfach zu dick ist. Deswegen braucht er den Schwimmer, um es visuell zu sehen. Und dass der Köder nicht auf Grund geht. Oh, das finde ich schlau. Okay. An den einen baue ich die Marder, an den anderen diese komische kleine Schnecke, die einfach im Halbkreis auslegen und dann gucken, ob was passiert. Drückt
mir die Daumen, Freunde. Also ich weiß nicht, wo ich gerade lang bin, aber ich gucke hier links an meine Jacke. Oha. Und dieser andere Köder oder ein Snack. Ich eine Raube mitgenommen. Alter, die ist, das ist ja keine kleine. Übelst krass. Hoho. Also wie viel Proteine da in diesem Bild gerade sind. So viel Proteine wird, wenn er keinen Fisch fängt, er in den nächsten 6 Tagen nicht finden, ne? Ich habe keine Ahnung, wo ich die mitgenommen habe. Ein geiles Geschöpf dieser wunderschönen Natur. Geh doch hier richtig drauf, ey. So, jetzt. Ich hab, warum F? Da kannst du jetzt schön weiterspielen. Ich muss angeln. Trinken habe ich, Feuerholz habe ich, Zunder habe ich. Feuerholz muss ich noch vorbereiten. Aber ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, überhaupt mal in die Challenge zu gucken, was mich heute erwartet. Also, dessen Fackel am längsten brennt, der kriegt 7 Punkte. Und wahrscheinlich, umso weniger sie brennt, wird das dann abgestuft. Das heißt, bei dem, wo sie gar nicht brennt, und am kürzesten, der bekommt wahrscheinlich was? 1 Punkt? Ja, 1 Punkt. Gut. Okay, also. Ich habe zwei Sachen kommen in den Kopf. Einmal eine Art Schwedenfeuer. Allerdings wird das scheiße, weil ich keine Säge habe. Aber ich kann das Ganze aufspalten. Dann kann ich das irgendwo in den Boden rammen, ausmessen, mittendrin mit Birkenrinden entzünden. Ja, das ist es. Das muss es sein. Das muss es sein. Wir machen ein Schwedenfeuer, aufgespalten, dass wir 4 Blöcke haben. Das ramme ich irgendwo in den Boden oder stelle das hin mit Stein fixiert und dann kommt da überall Birkenrinde rein wie Sau. Ich will hier Fritz größten Respekt zollen, ja? Aber wenn ich sowas lese, auch wie Sascha, hast du schon Benny von WWW geantwortet. Don Trash, was meinst du denn? Jetzt habe ich gar nicht mitbekommen, was das Schwedenfeuer ist. Dann kann ich das irgendwo in den Boden rammen, ausmessen, mittendrin mit Birkenrinde entzünden. Ja, das ist es. Das muss es sein. Wir machen ein Schwedenfeuer, aufgespalten, dass wir 4 Blöcke haben. Das ramme ich irgendwo in den Boden oder stelle das hin mit Stein fixiert und dann kommt da überall Birkenrinde rein wie Sau. Schwedenfeuer hast du selbst schon mal gesehen? Nein, habe ich wirklich nicht. I like. Let's go. Er hat was gefangen! Bleib hier! Was gefangen! Hä, aber der ist nicht groß! Er hat was gefangen! Liebe Hörbe Dagmas, sag nur! Oh, krass, ey! Es sind die scheiß Regenwürmer. Oh. Ey, niemals hätte ich nicht gedacht. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Ein Flussbarsch. Oh, Mann. Immerhin ist es. Also, guck mal, unsere Reaktion oder meine Reaktion war so, hey, der ist doch nicht mal so groß. Für ihn ist es alles. Weil die sind ja da, übel Hunger und niemals denkst, du darfst ja nicht denken, so, ja, da beißt jetzt was Großes an. Du denkst ja wahrscheinlich nicht mal, dass er überhaupt was anbeißt. Du hast einfach nur auf Dummes ein bisschen gebastelt. Guter Stelle, Prozess. Die ich ausgesucht habe, wirklich nicht so dumm, wie ich dachte. Nur der Köder ist anscheinend. Also auf tote Fische interessieren die mal ja nicht. Ich habe hier vorne zum Beispiel jetzt einen Kopf abgeschnitten und habe den aufgespießt. Das heißt Regenwürmer. Aber es ist ultra schwer, welche zu finden. Ich habe gerade nur durch Zufall an so einem Moosbett was gefunden. Gut. Sorry. Regenwürmer finden, nächste rein, nächste Fisch. Er hat einfach noch einen, hä? Oder was ist das? Ah, doch, ist ein Fisch. Ich hab's on cam. Geil. Nummer 2. Ich hab grad noch Regenwürmer gefunden. Fast beide gleich groß. Ja. Noch 3. Dann ist es schon eine Mahlzeit. Das ist krass, hier vorne geht's ab. Und die gehen nur auf Regenwürmer. Behebehörfe Duck Mask. Sag's euch. Krass, oder? Auf Ansage. Reinhalten, rausziehen. Krass.
die Idee mit der Birkenrinde ich verworfen. Das dauert einfach viel zu lange, frisst viel zu viel Zeit. Ich hoffe einfach, dass die nächste Nacht nicht so schlimm wird wie jetzt letzte Nacht und mache mich jetzt einfach an die Challenge ran, eine Fackel bauen. Ich habe jetzt extra ein bisschen Puffer gelassen, die ist jetzt ungefähr 40 cm lang. Ich werde jetzt ein bisschen anschnitzen und dann Zundersuchungen, die ich da ranpacken kann. Ich gehe auf Harz. Ich probiere zumindest Harz. Wir dürfen ja auch mehr. Ey, ich freue mich für Survival, Martin. Ich frage mich immer noch, ich glaube, wir haben einen Ausraster ja schon mal im Intro gesehen oder so. Bin mir nicht ganz sicher. Ich habe auf jeden Fall irgendwann mal mitbekommen, dass der mal ausrastet. Ich dachte nur nicht, dass es vorher schon fast so weit war. Fackeln bauen, aber ich glaube, die Zeit reicht nicht aus, um ja, mehrere Fackeln zu bauen. Weil ich möchte noch ein bisschen meinen Schlafplatz ein bisschen schöner machen. Allein schon Feuer machen war eine Qual gewesen. Das ganze Holz war komplett nass und das Feuer hielt eigentlich gar nicht. Ich habe nur Birkengrinde entzünden können und das war's. Mehr nicht. Also Holz hat gar nicht gebrannt. Also müssen nachher gucken, wie ich den Fackel überhaupt anmachen kann. Schnitzen auch, Chat. Da habe ich ganz kurz noch eine Real-Life-Story. Als ich noch kleiner war, so mit 12, 13, 14, hatten meine Eltern halt Glück, dass es so Zeltlagermäßig gab, damit die mich 2 Wochen lang los wurden. Und im Zeltlager war ich mit einem guten Freund von mir, der jetzt übrigens mal beim Management arbeitet. Ich glaube, davon habe ich schon mal erzählt, mit Nico. Und wir beide haben geschnitzt. Und er hat ungefähr so geschnitzt wie er gerade. Und ich weiß noch, dass ich neben ihm saß. Genau so hat er auch geschnitzt. Und ich weiß noch, er schnitzt und er rutscht quasi am Holz ab und schneidet und schnitzt sich ins Bein rein. Und ich habe sowas noch nie gesehen. Weil das wie bei so einer roten Wurst, die man halt quasi schneidet und dann grillt, dann geht es ja so auf. Und er hat sich so geschnitzt, dass dann das quasi so aufgesprungen ist. Und dann sah das aus wie bei so einer roten Wurst. Also es hat jetzt nicht so krass geblutet und so, ne? So nicht, aber es sah weird aus. Junge, ich esse gerade. Ach so, shit. Guten Appetit, Mate. Ich musste gerade meine Location wieder wechseln, weil es hier angefangen hat zu regnen, zumindest am Wasser. Ich habe jetzt ein bisschen was probiert. Ich habe jetzt hier oben den Stock 4-mal gespalten. Und da halt Birkenrinde reingestopft, also Birkenfetzen. Aber die brennen ja relativ schnell runter. Deswegen kommt hier überall noch Harz ran. Das ist zumindest der Plan. Ich werde es dann vielleicht irgendwie so zusammendrücken und mit Harz verkleben. Dass ich dann wirklich wie so einen Kolben habe oben, dass es nicht so frei steht hier. Und dann anzünden. Mein Stock ist halt nass. Das war halt aus einer Birke und die war noch relativ frisch und der Stock an sich wird nicht brennen, aber ich hoffe, dass der nächste Harz oben brennt und die Birkenrinde, damit ich wenigstens nicht letzter werde. Wenn man Pilze da vernachlässigt, der ist ja über Nacht richtig schwammig geworden und auch der Stiel, der hat gar keine Festigkeit mehr, ist wie so ein Gummi jetzt. Aber so ein paar kleine Stücken zieht mir trotzdem hier raus. Ich habe jetzt leider kein Feuer, aber du kannst Pilze niemals auch pur in gewissen Maßen auch roh essen. Und ist immer noch besser als gar nichts. Boah, ich hab, ey, wenn Dave so erwischt hat, gekocht. Geil von der Konsistenz, ist irgendwie so richtig pappig und schwammig und der Stiel zerfällt auch schon so richtig holzig geworden. Auch der Schwamm unten ist nicht mehr schön. Boah, Dicker! Oh Gott, was? Ey, ihr braucht euch nicht über das Bein beschweren, in das einfach reingeschnitzt wurde. Guckt euch mal das an, Alter. Aber es sieht auch ein bisschen so aus, jetzt mit viel Fantasie, auch ein bisschen wie ein McDonald's-Burger so, oder? So, das könnte jetzt so ein mäßiges Brot da, Bruder, so ein Cheeseburger oder irgendwas. Also ich muss auf jeden Fall bald auf Nahrungssuche gehen. Ich habe ja gehofft, dass ich hier ein paar Bären finde, aber bei mir auf der Insel gibt es gar nichts, leider. Das heißt, ich muss mich halt wirklich gerade ausschlagen und das ist richtig geil, wir gehen gleich mal da vorne hin. Ich war nämlich gestern mal ohne Kamera da gewesen und es wirkt so ein bisschen wie in so einem chinesischen Garten fast, also so künstlich angelegter Garten. Du hast da ganz viele Steine im Wasser und du musst dann da rüber springen. Verdirbt mir McDonald's nicht. Ich habe neulich mit Leuten drüber gesprochen und uns ist aufgefallen, darüber habe ich mir damals nie Gedanken gemacht. Ist es nicht krass unwahrscheinlich, dass eigentlich jeder Burger, den du bei McDonald's isst, gleich schmeckt? Wisst ihr, was ich meine? Du wirst nie einen Cheeseburger bei McDonald's essen, der anders schmeckt als das letzte Mal McDonald's. Und ich finde, das ist eigentlich ein Ding, worüber wir uns wir zu wenig Gedanken machen, oder nicht? Ich meine, das ist doch fast wenn du bei einem richtigen Burgerladen isst, dann schmeckt der schon immer so ein bisschen anders. Bei McDonald's schmeckt jeder Cheeseburger gleich. Das ist so krass. Ich mache mir jetzt auf die Suche nach ein bisschen Harz. Hoppa. Hier, das ist, was ich meine. Das ist geil. Geile Formel, ja. Gute Mischung. Ich bin gerne hin an das Parcours. Oder wie bei Takeshis Castle. Einer von den Steinen ist halt irgendwie lose und dann geht's runter. Ist auch geil. Oh, das ist aber auch rutschig, weil du hast auch mal ein bisschen Moos an den Seiten dran. Ah. Schuppa.
Cheeseburger ja, overall nein. Achso, okay. Vielleicht bin ich ja einfach nur dumm und hängen geblieben. Aber meine Erinnerung war irgendwie zu McDonald's noch, dass immer alles gleich war. Und natürlich, ey, bei zum Beispiel bei Peter Pan oder so, schmecken die Burger auch eigentlich immer relativ gleich wegen der Soße und so. Aber ich weiß nicht, es ist immer noch ein bisschen anders. Aber okay. Weil hier ist ein richtiger Wald. Bei mir habe ich nämlich gar keinen Wald bei mir drüben. Das sind so, oh, hier. Oh, hier geht's schon los, die ersten Bären. Alter, das kann nicht sein. Kaum gehe ich rüber auf die andere Seite, finde ich Bären. Ich meine, wie geil ist das denn? Er hat doch keine Bären gegessen. Alle hatten so übertrieben viele Bären. Er hat es einfach zum ersten Mal. Ich baue einfach meinen Shelter hier auf. Oh, das ist schön süß, ey. Das ist richtig gut. Oh. Ey, damit ist die Horrornacht direkt wieder vergessen. Das ist übel gut. Bleib den ganzen Tag jetzt einfach hier. Und erst Bären. Scheiß auf Angeln. Scheiß auf Pilze. Scheiß auf alles. Scheiß auf Regen. Scheiß auf... Komm. Oh, mega gut. Hier sind übelst viele. Ist alles voll hier. Alles. Komplett voll. Ey, ich freue mich voll für ihn mit dem Bären. Ein einziger Strauch. Nichts. Aber ich hab's ja nicht so weit. Ich muss immer jedes Mal über diesen Takeshis Castle Parcours rübergehen. Aber das ist ja nicht so wild. Dafür wird man ja entlohnt. Kommt zwar auch selber dabei, aber... Das geht auch einwandfrei mit Sand. Meine Fackel erstmal fertig. Sieht ein bisschen klein aus, ist sie auch, aber ich habe jetzt zumindest versucht, so viel Harz, wie es nur geht, wie ich finden konnte, da rein zu pressen. Also quasi eine Kombination aus Harz und Birkenrinde. Wird nicht ewig brennen, wie gesagt, das Holz ist auch nass, aber solange ich nicht letzter werde, ist es eigentlich. Es riecht zumindest ganz gut. Ist echt viel Harz drin. Ich habe mir jetzt was überlegt bis fürs Bett und zwar. Das ist ein bisschen Katastrophe. Wir haben jetzt ein paar mehr Sprossen. Ich werde jetzt hier die Seitenwände nochmal beschweren und abstecken, damit die Sprossen nicht wie jetzt letzte Nacht immer wieder runterrutschen und dann sind die weg und dann hänge ich da mit dem Arsch auf dem Boden und schrei rum und will eigentlich alles nicht mehr. Und wenn diese Balken drauf sind und die dann fixiert sind, dann kommt Moos drauf. Der wird wieder keine geile Nacht haben. Also der kann es auch beschweren und so, aber der wird, ich glaube, ist halt schwierig irgendwie. Ich meine, selbst mit Moos ist es nicht bequem. Und damit da wirklich gar nichts rutscht, musst du ja eigentlich auch statisch da liegen. Und ich glaube, das schafft er. Man dreht sich da irgendwie, sucht immer was Bequemes und dadurch kommt so alles ein bisschen ins Bewegen und ins Rollen. Ich gebe dem noch eine Nacht so, ne? Und dann muss er sich umschauen nach einer neuen Schlafmöglichkeit. Ich glaube, das ist einfach nicht. Ein bisschen Moos. Sag ich zumindest. Ansatzweise genug. Ich wollte so ein bisschen an der Luft ein bisschen trocknen, damit ich nicht ganz so nasses Moos unterm Arsch habe. Aber ja, egal. Das kommt dann alles rauf, wird dann gefüllt. Und dann wird es auf jeden Fall eine bessere Nacht als die letzte. Weil schlimmer kann es nicht werden. So, kleines Update. Ich habe jetzt hier die Seitenwände fertig. Alles noch ein bisschen wackelig, also die Sprossen sind noch nicht fest. Ich müsste eigentlich jetzt noch die Dinger hier fixieren irgendwie. Aber ich überlege, ob ich es überhaupt brauche. Also zumindest nach außen hin fixieren wäre ganz gut. Aber nach innen brauche ich glaube ich nicht, weil da kommt jetzt eine Menge Zeug rein. Also ich habe überlegt, erstmal vielleicht sogar ein paar Tannenzweige rein oder hier Kieferzweige reinzupacken und darauf das Moos. Einfach nur, um es zu verwerten, aber... Ja, eigentlich ist es nicht vonnöten. Ich häufe einfach das ganze Ding mit Moos voll. Ja, wobei, bei so einem großen Lücken ist es vielleicht besser, ein paar kleine Tannenzweige zwischen zu haben, damit das Moos nicht durchrutscht. Ich weiß nicht, ob eine Schicht reicht. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, ich müsste noch ein zweites drauf packen, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber ich probiere es erstmal aus. Ich habe nochmal eine Frage. Panzertape wäre nicht erlaubt, ne? Klebebandmäßig. Das wäre eine Sache wahrscheinlich gewesen, die gesagt wurde in der ersten Folge, wo gesagt wurde, das dürft ihr nicht mitnehmen. Die Frage war dumm gestellt, also nee, im Sinne von, es ist nicht erlaubt. Okay. Was willst du damit machen? Ich hätte mir halt damit wahrscheinlich wahnsinnig viel Arbeit erspart, weil zum Beispiel jetzt in seinem Fall hätte er das alles so ein bisschen dann fixieren können, von dem er spricht, einfach direkt mit dem Klebeband, aber ist ja nicht erlaubt. Aber Schnüre sind erlaubt. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wahrscheinlich wegen Müll oder so, schön. Aber Schnüre kann man also ja wieder Fakt abmachen. Ist natürlich, dass ich das in der Nacht platt liege und das Moos am nächsten Morgen halt platt ist und dann nicht mehr die gleiche Pufferwirkung hat wie am Tag davor. Es kann also sein, dass ich jeden Tag das Moos auswechseln muss, beziehungsweise eine neue Moosschicht oben drauflegen muss. Also jeden Tag kümmere ich mich um mein Bett. Das ist... Mach ich ja nicht mal zu Hause.
Ach ja, und eine Sache noch. Ich habe ja hier auch ein bisschen Kiefer verarbeitet. Das hier, wenn man das sehen kann, ist nicht Wasser. Das ist also eine Kombination aus Wasser und Harz. Also wenn du da rankommst, nicht so geil. Aber ich habe die Stellen verwendet für meine Fackel. Habe da ein bisschen abgeschabt, habe die rangeschmiert an die Fackel. Ob es was bringt, ich bezweifle es. Die Bären vorhin, die haben nicht viel gebracht. Ich glaube, ich gehe noch mal los und hole mir ein paar Bären. Weil ich habe jetzt nichts zu tun. Obwohl, ein bisschen liegen wir auch ganz chillig eigentlich. Fabio wieder auf entspannt. Fabio wird so ruhig sein. Da sind auf jeden Fall Löcher drin, aber zum Trinken reicht's. Ich mach die mal kurz hier sauber. Ist da so ein bisschen, was auch immer da alles an der Rinde dran hängt, grob ab ist. Digga, der Wind. Alles so unentspannt, Mann, ehrlich. Oh, es geht. Oh, ist das gut, einfach aus dem Gefäß zu trinken, anstatt aus den Händen. Ah, Luxus. Ist dann wirklich Luxus weh. So, jetzt geht's den beschwerlichen Weg zurück. Und dann sammle ich hier jetzt gleich noch die Blaubeeren. Stopp da aus Spaß die Zeit. Und dann werde ich pennen. Noch was aufs Feuer werfen und dann einfach mal schauen, wie lange ich die Augen zumachen kann. Ein bisschen erholen und danach damit Angriff weiter. Aber er hat noch gar nicht sich um die Fackel gekümmert, richtig? So, ich würde sagen, ich bin fertig. 50 Minuten für hier das bisschen Essen. Das ist ein guter Prozess. Das sind gute 50 Minuten totgeschlagen. So. Oder ein bisschen was gemacht einfach. Oder dass der Tag vorangeht und so. Das ist gut. Auch der hat ja auch das schon gebaut und so. Der Fabio macht es schon. Der hat den Tag 2, finde ich, bis jetzt Baba gemacht. Ehrlich. Krass, oder? Wenn man überlegt, wie leichtfertig man das so im Supermarkt kauft. So schnell mitgenommen und bam. Boah, das Geile hier dran ist, ich habe ja schon an Tag 1 gesagt, es ist super wichtig, dass man halt positiv bleibt im Kopf. Und hier durch diese Schale ist für mich der Erfolg messbar. Der Erfolg vom Sammeln. Ich habe mir vorgenommen, so und so weit will ich das voll machen. Ich sehe, wie viel ich gesammelt habe. Und das ist jetzt neben dem, dass ich was zum Essen habe, eine zusätzliche Belohnung, die halt mental super gut tut. Dass man einfach sieht, was man geschafft hat. Und ja, nicht zu unterschätzen, solche Sachen. Nice. Wow, auf entspannt bisschen Dinger. Oh, ist immer so friedlich, wenn man hier runter zum Wasser kommt. Voll geil. Auf jeden Fall hatte ich hier eine Stelle gesehen, wo es so Gräser gab. Und ja, schau jetzt mal, ob ich das richtig gesehen habe. Die einzigen, die bis jetzt geangelt haben oder die gerade am Angeln sind, mit Erfolg, ist ja der einzige bis jetzt der Martin, den wir gesehen haben. Und Fritz hat auch die Angel rausgeworfen. Sonst sieht man richtig. Als Bettunterlage. So, ich bin gekommen für die Gräser, aber jetzt habe ich doch hier genauso Äste gefunden, wie ich für meine Fischhäuser haben wollte. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich habe gerade entschieden, dass das mit dem Gras Quatsch ist. Also erstmal war das Gras nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Zum anderen brauche ich davon so viel, dass das, glaube ich, keinerlei Dämmwirkung mehr hat. Ich überlege jetzt mal, was ich da mache. Heidekraut, Knospen sollen ja bekanntlich die oder Blüten die Stimmung heben. Bin ich mal gespannt. Boah, ich kenne es nur. Die Stimmung ist eigentlich gut bei mir. Ich bin einfach nur Blatt. Ich wundere selbst, warum ich so monoton rede. Ich finde es gut. Ich finde, seine Stimmung ist top. So auch dieses. Ich glaube, wenn ich da wäre, würde ich versuchen, genau dieses ruhige, monotone einfach zu haben. Und wie eine Art immer so. Das klingt jetzt dumm, okay? Aber so
Trance-Fall, so ein bisschen meditierend auch. So, ich meine, du bist ja eh sowieso alleine, kannst so viel reflektieren. Warum auch dann nicht einfach so zur Kamera sprechen? Ich finde, es ist doch viel besser, als jetzt irgendwie auf Krampf 6-7 Tage voll Emotionen. Natürlich darf auch mal ein Ausraster drin sein, was scheiße läuft, keine Frage, ne? Aber so, warum sollte er jetzt bei Tag 2 auf Krampf jetzt irgendwie so Schauspieler oder so einen Vlog machen? Darum geht's ja gar nicht. Das ist ja kein Vlog. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich habe mich jetzt auf jeden Fall entschieden. Kritische, was geht? Erstmal die Fischreuse zu bauen. Außer es regnet jetzt. Ja, wie ist das gerade auch nicht so, wie ich es mir vorstelle, kritischer Dicker. Ich sammle gerade erstmal das Material für die Fischreuse, weil wenn ich die fertig habe und im Wasser, dann habe ich nochmal so einen Hoffnungsschimmer, wo ich immer nach gucken gehen kann. Ich glaube, das ist mental auch ganz gut. Und natürlich, wenn was drin ist, was zum Essen. Ja, das mache ich jetzt. So, jetzt habe ich hier diese zwei Ringe. Jetzt muss ich hier die Äste irgendwie befestigen. So sieht es aktuell aus. Hier hinten kommt es natürlich zusammen, hier kommt noch was drum, hier das wird alles geschlossen. Ich muss jetzt nur die nochmal festwickeln. So, ich habe jetzt hier mal von den Fichten hier Wurzeln ausgegraben. Das hat ja vom Prinzip her schon mal funktioniert. Aber ja. 100% stabil ist das Ganze natürlich noch nicht. So, leider ist mir unten die GoPro leer gegangen. Ich musste jetzt gerade mal in meinem Lager einen neuen Akku holen. Hab die Reuse jetzt einfach mitgeholt. Ich habe jetzt hier diese Fichtenwurzeln drum gebunden. Um das Ganze nochmal zu verstärken. Ich habe jetzt alles hier. Werd aber mich jetzt erstmal um Feuerholz kümmern und allgemein das Lager nochmal. Dabei werde ich noch gleichzeitig für Material für die Fackel suchen und ja, einfach noch ein bisschen ausnutzen, dass ich nicht da und hier im Lager abhängen muss wegen dem Feuer. Das ist nämlich echt ein bisschen befreiend. Ja, sollte nachher nur noch wieder klappen, das Feuer anzubekommen. Dann ist alles gut. Ich bin mal ins Landesinnere aufgebrochen, um hier noch so ein bisschen zu erkunden. Ob ich hier vielleicht irgendwelche Pfifferlinge finde oder die Vegetation irgendwie anders wird. Das hat alles so, das sind alles so anstrengende Meter, die machen. Die sind so im Defizit, so weil jeder Schritt muss ja auch irgendwie so ein bisschen kontrollierter sein. Du guckst auf den Boden, du musst irgendwie auch so dich konzentrieren, weil sonst knickst du um, bist verletzt. Dann musst du zurückkumpeln, bist auch so gut wie draußen, dann, weil du dich mehr bewegen kannst. Also, das ist so crazy, Mann. Das kann man sich wirklich nicht ausmalen. Mit allem drum und dran, was so jeder Tag mitbringt oder die Challenge, ist echt krass. Ich kann es nicht oft genug sagen. Hier ist irgendein Knochenrest. Hier sind auch überall Preiselbeeren. Aber die lasse ich eigentlich immer stehen, weil die sind noch nicht richtig reif. Und ja, sind noch sehr sauer. Ich meine mich zu erinnern, dass hier diese grünen Triebe, die länglichen, wenn man da die Nadeln abmacht, dass man die auch essen kann und dass da ein paar gute Sachen drin waren. Ich weiß noch nicht mehr ganz genau was. Aber das probiere ich jetzt einfach mal. Sieht aus wie ein kleiner Tannenbaum. Ja, innen drin ist schon zu hölzern. Was der alles ist. Aber außen das Grüne geht noch. Finde ich nice. Und ihr lacht mich noch aus wegen. Einfach nur grün. Ihr lacht mich aus wegen Baumrinde. Hä? Ich mache mir mal ein paar davon ab und mache die im. Hol die mit ins Lager. Aber was mir auch aufgefallen ist, obwohl hier alles so feucht ist. Man sieht keine einzige Schnecke. Ich habe bisher keine einzige Schnecke hier gesehen. Grillen gibt es hier auch nicht, weil hier ist keine Wiese. Also ich sehe keine. Die haben auch viel Protein, hochwertiges Protein.
Also warte mal, der wollte ja jetzt nicht die Stärke essen, oder? Irgendwie alles wie ausgestorben, außer diese Preiselbeeren und Blaubeeren. Ich habe gedacht, der sagt das jetzt mit der Stärke zur Beruhigung. Der wollte doch jetzt nicht eine Schnecke snacken, oder? Wenn er so sagt, so hier ist keine Schnecke, denke ich mir so, ja, okay, ist doch chillig. So, musst du nicht noch doppelt aufpassen, wo du hintrittst und so. Aber was mir dafür auffällt, ist, dass es hier... Oh, was passiert? Bären gibt. Ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen. Aber schaut mal hier, der Abdruck. Da sind die Krallen. Hier. So. Ja, also definitiv Bärgebiet. Fühlt sich gar nicht so geil an, obwohl das ja voll die geilen Tiere sind und so, ne? Aber ich weiß nicht, wenn man sich, ja, hier überall hergegangen, wenn man halt hier schläft und das jetzt nicht gerade irgendwo sieht und einen das betrifft, dass rein theoretisch ein nachtaktiver Bär kommen könnte oder den Wald erkundet, da wo man schläft. Also kann mir keiner erzählen, egal wie tough er ist und wenn er das noch nie gemacht hat, keine Erfahrung damit hat, nicht sich ein wenig unwohl fühlt. Krass, okay. Ja, hier der Abdruck hat es mir jetzt auf jeden Fall bestätigt, dass hier was los ist. Yo. Sowohl auf Land dann im Wald, als auch, du kannst zum Wasser rennen, der fängt dich auf jeden Fall. Und dann bist du weg. Dann bist du einfach mal weg, weil du bei Fritz Meinecke bei Seven vs. Wild mitgemacht hast. Und dann ist noch nicht mal die GoPro an. Da würde ich so durchziehen. Ja, also das ist schon also wenn du das dann auch so, wenn du es hörst, ist cool so, ne, dann hast du auch schon, also was heißt, wenn du es, ist cool. Wenn du es hörst, ist schon eine Sache, aber wenn du dann den Abdruck siehst, und der weiß ja, okay, der ist jetzt vielleicht, der ist jetzt nicht Kilometer gelaufen, der ist dem Bär schon nah, ne? Ich habe jetzt hier zwei unterschiedliche Längen, wie ihr seht, Stärken. Hier ist quasi so ein Einfachfaden, der aber halt aus vielen kleinen Fasern auch besteht. Und hier ist dieser Einfachfaden als Doppelfaden. Und das ist ja eine Sehne dann quasi. Und im Paracord waren davon insgesamt, glaube ich, 7 oder 8. So, ich habe jetzt ein bisschen Holz gerade gesammelt. Also so langsam wächst der Holzstapel. Aber gut, bin ja eine Weile hier. Also lässig, die Snapback auf hinten, fühle ich. Sind wir bei 38 knapp. Okay, also diese zwei sind sozusagen konform. Ich werde jetzt noch eine dritte bauen. Dazu gleich mehr. So, Nummer 3. Also genau 50. Und breiteste Stelle 17. Ja, ist halt deutlich dünner, ne? So, also ist die Hälfte. Okay. Also das wären sie jetzt meine 3 Versuche. Jo. Gucken wir einfach mal. Ja. Ob es klappt oder ob es halt nicht klappt. Überall Birkenrinde drin, die ich gerade so mühselig vorhin gesammelt habe, egal. Die Maße passen auch. Wir haben eine Höhe von 48. Das werde ich natürlich bei der Challenge dann nochmal final ausmessen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert oder ob das Ding einfach jämmerlich erstickt. Wir machen einfach einen kleinen Probelauf.
Er macht sogar einen Probelauf. Digga, Fritz ist so motiviert, Mann. Er macht einen fucking Probelauf. Das wird so, wahrscheinlich kein anderer machen. Test. Start. Hallo? Okay, läuft. Die Frage ist, ob sich das jetzt von oben runter brennt. Ich wollte es ja eigentlich von unten anziehen, von unten anzünden, damit sich das dann so schnell hochfrisst. Aber vielleicht ist das sogar geiler, weil sich das jetzt so langsam runterfrisst. Und ja. Ich denke, das war's gleich da. Letzte Flamme. Noch ist sie da. Am Holz da unten. Das war's. 2 Minuten 54. Und wie wir sehen, hat das Ganze nicht funktioniert. Was ich direkt merke, ist, dass sich das, wenn das in der Mitte durchbrennt, alles einfach nur rausfällt, was hier rüber liegt. Das heißt, es bringt überhaupt nichts, weil es brennt durch und dann blub, 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 fällt das einfach an die Seite und hat uns irgendwie ja, nicht weitergebracht. Okay, ich versuche jetzt nochmal. Unten ja, ein Chat, kleines Lichtlein. Ich weiß auch nicht, ich kenne mich jetzt nicht aus, aber sieht jetzt nicht aus wie die klassische Fackel, ja, wie wir vor einer Minute bei Bommel gesehen haben, wo es einfach oben brennt und unten kannst du es halten, so, das sieht eher danach aus, also auch Yushi, der vorher geschrieben hatte, yo, schwedisches Feuer hast du safe schon mal gesehen, Digga, so viele Esse in einem Satz, hä, hab ich nicht, also ich sehe das hier zum ersten Mal. Frei zu machen und dann so. Das Ganze von unten zu entzünden. Wir merken uns, 2 Minuten 54 ist bisheriger Rekord. So, ich habe es jetzt unten entzündet. Wir warten ab. Es geht 2,54 zu schlagen. Also 15 Minuten hätte ich eigentlich schon gern. Das wäre so mein persönliches Ziel. Alter, das brennt ja anders. Jetzt brennt aktuell, wie gesagt, nur die Birkenrinde. Von daher sieht das krass aus. Aber in, ja, ich denke mal 3 Minuten ist die Birkenrinde futsch. Und dann ist die Frage, ob es weiter brennt. Ich hoffe, ihr seht's. 10 Minuten sind geschafft. Was? Das Ding brennt immer noch. Alter. Digga, das ist ja über OP. Hä? Ich habe jetzt mal gestoppt. 25,43. Auf entspannt. Digga, und das ist ein Testlauf. Digga, was geht bei Fritz Meinecke eigentlich? Hä? Niemand anderes von den anderen wird so mithalten können, weil niemand es halt so baut wie er, ne? Ist es schon ganz gut, würde ich sagen. Ich habe gerade auch nochmal drüber nachgedacht, ist das jetzt überhaupt eine Fackel oder nicht? Also wie definiert sich eine Fackel? Eigentlich. Muss eine Fackel einen Stab haben, den man irgendwo reinstecken kann? Oder ist das auch eine Fackel? Ist jetzt so ein bisschen Auslegungssache. Im Endeffekt hieß es 50 cm mal maximal 40 cm Breite, einmal entzünden und brennen lassen. Deswegen, für mich wäre das halt so eine Schwedenfackel, Schwedenfeuerfackel. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wow, jetzt geht's ja aber... Ob ihr sagt, dass das jetzt Fackel zählt oder ob ich jetzt auf mir Kacke baue. Und dort draußen bereite ich gerade übrigens schon dann das finale Ding für heute Abend vor. Werde aber wahrscheinlich mir auch nochmal eine dickere suchen. Sascha. Oh, da ist was. Freunde, da ist was. Ey, die haben auch einen Fisch, Maxi. Was geht, Timo? Was geht? Oder? Der zippelt doch. Der zippelt doch. Okay. Hä? Scheiße! Der Schwimmer war da unter Wasser! Der Schwimmer hat mich verarscht, Alter. Ich kontrolliere jetzt trotzdem alle mal. Zumindest sind die Köder noch dran. Schade. Alter! Okay, fuck. Oh, er hat einen! Der hängt da am... Da ist ein Barsch. Oh, ich darf ihn jetzt nicht verlieren, der hängt am Gras. Yippie-yay-yay! Alter! Mein erster Fisch, ich dreh durch! Martin und Fritz. Landen hier oben. Ey, Freunde, ich hab den ersten Fisch, den ersten Barsch. Geil, mit der fetten Käfermade, da sieht man es schon, ganz tief geschluckt. Alter, mega. Richtig, richtig geil. Freunde, ich habe den ersten Fisch.
Ihr könnt's alle hören! Ich hab ihn! Proteine und Eiweiß! Es funktioniert. Es gibt hier Barsche. Der Köder funktioniert. Wie geil. Ja, ich habe mich zwar gerade extrem gefreut und bin auch sehr, sehr dankbar darüber, aber eine Sache darf man nicht vergessen. Das hier ist ein Lebewesen, was ich gerade von diesem Planeten genommen habe und mir als Nahrung zubereiten werde. Dafür bin ich sehr dankbar. Das ist das erste Stück Fleisch seit 4,5 Monaten. Ich habe seit 4,5 Monaten kein Fleisch, kein Fisch mehr gegessen. Ich lebe aktuell vegetarisch, das als Experiment, hat als Experiment begonnen. Und für die Dauer hier, für dieses Survival, Überlebens, Bushcraft, Outdoor-Format, habe ich gesagt, werde ich das ablegen für 7 Tage. Danach geht es aber wieder weiter. Von daher. Hey, be strong, wenn ohne Spaß. Ja, mit dem nötigen Respekt dran gehen. Es ist immer noch ein Lebewesen. Ich bin dankbar dafür. Und bin natürlich auch glücklich. Ihr müsst wissen, das ist so ein absolutes Herzensprojekt, dass das überhaupt alles so funktioniert hat. Dass die Teilnehmer alle da sind, dass nichts noch dazwischen gefunkt hat mit irgendwie Covid, irgendwer kommt nicht rein, mit Schweden, irgendwelchen Regularien, dass das mit dem Aussetzen alles klappt und so weiter. Ich bin überglücklich. Und dann hat mir gerade dieser Fisch einfach diesen Moment gezeigt, dass es funktionieren kann. Ich habe letztes Jahr angefangen mit dem Angelschein. Ich habe trainiert, ich war in Schweden. Ich habe genau die Techniken angewandt. Und es hat einfach funktioniert. Das macht mich gerade glücklich. Ah! So, und jetzt rassen wir. Fuck, Leute, was ist hier los? Ja, und ihr müsst euch vorstellen, da wusste er noch nicht, er freut sich gerade einfach, dass alles, was er geplant hat, so jetzt umgesetzt werden konnte in dem Moment. Er wusste ja nicht, dass er das Projekt des Jahres 2021 gestartet hat. Das wusste ja Fritz Meinecke zu dem Zeitpunkt nicht, ne? Das finde ich halt das Krasse daran. Danke, Natur. Danke, dass ihr seid. Danke an euch. Ja, heftig, Digga, heftige Folge, ehrlich. Man kann schon sagen, das ist das YouTube-Projekt 2021 mit den Emotionen. Ist ja auch klar, dass sie rauskommen, er hat seinen ersten Fisch gefangen und so und er merkt auch schon, okay, es gibt noch mehr als Bären für mich und deswegen, ja. Gute Folge gewesen, die vierte, kann man nicht sagen. Ich freue mich auf Folge 5 und Folge 6. Alle machen Survival außer Bommel. Der ist so tief entspannt, dass es auch ein Urlaubsvlog sein könnte. Ey, Bommel hatte vorher eine Szene, wie er seine 3 Fackeln präsentiert hat und dann geschrieben zu Fritz. 1 Minute. Das sind jetzt meine 3 Versuche. Wir haben eine Länge von 50 cm und eine Breite von 17. Ja, bei dem anderen Versuch ist es das Doppelte. Ja, ich bin gespannt. Und rüber.